Wie man den Versuch findet, mit Rotlicht aus der Barleber Mittellandhalle einen festlichen Ballsaal zu machen, bleibt jedem selbst überlassen. Dritte Auflage des Kreiswirtschaftsball Börde, und wenn etwas schon dreimal stattfindet, dann ist das der Beginn einer Tradition. Festlich gedeckte Tische, und für die musikalische Einstimmung sorgte Matthias Markgraf mit seinem Cello an der Loopstation. Als Veranstalter tritt Unternehmer Jens Lücke auf, und der hat, gemeinsam mit seinem Team, hier ein konkretes Ziel. Weil wir schon immer Spaß daran hatten, Leute miteinander zu vernetzen. Nicht nur auf Arbeitsebene, sondern auch mal in geselliger Runde. Und haben das damals in Corona-Zeiten sehr mutig vorangetrieben und sind super stolz, dass das mittlerweile zum dritten Mal so gut funktioniert. Begrüßung der Gäste durch Barlebens Bürgermeister Frank Nase, und der diesjährige Preis, Company of the Year, ging an K&S Zieles für das Engagement des Unternehmens in den zurückliegenden 50 Jahren und dafür, dass man sich hier innovativ und mitarbeiterfamilienorientiert für die Zukunft aufstellt. Anschließend nutzte Frank Nase die Gelegenheit, um seiner aus dem Bürgermeisteramt der Hohen Börde scheidenden Kollegin Steffi Trittel ein selbstgebautes Abschiedsgeschenk zu machen. Die Lampe auf schwerem Holzsockel wird sicher einen würdigen Platz finden. Die Akrobatinnen des SC Magdeburg zeigten ihr Programm im Halbdunkel an der Seite, und dann wurde das Buffet eröffnet. So nutzten die Gäste die Gelegenheit, sich in der Ballatmosphäre zu unterhalten und einen gepflegten Abend zu genießen, und deshalb gibt es auch schon Pläne für das nächste Jahr. Tatsächlich, der Termin steht, das ist der 9.11. im nächsten Jahr, und auch im Programm haben wir schon so ziemlich alles beisammen, was wir im nächsten Jahr brauchen. Das heißt, ab morgen beginnen dann die Vorbereitungen auch für den nächsten Ball. Erst zeigten die Damen und Herren des Magdeburger Tanzclubs Blau-Silber, wie es auf der Tanzfläche richtig geht, bis dann der Abend mit Live-Musik und Diskothek ein langes Ende fand.